Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra. Ja, und wir sind da durch den Zeitriss wieder zurück in Paris angekommen. Im 18. Jahrhundert. Und wir müssen jetzt, glaube ich, mal Bericht erstatten bei unserem großen Rat. Ich bin dazu schon mal in den Geheimgang reingegangen. Und da vorne ist es. Um die Leute mal aufzuklären, dass Belek doch eigentlich ein ganz böser war. Oder sag mal, er war Fanat, sagen wir mal so. So, die Korrespondenz des Königs. Na denn. Auf geht's. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot. Einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté. Egalität. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Da hat er recht, das wäre nicht der erste Palast. Also sollen wir jetzt die Briefe finden? Die anderen? Seine Briefe, die er geschrieben hat, Mirabeau. Schätze jetzt mal, es war jetzt so mein Gedankengang. Kann natürlich sein, dass ich auch wieder komplett falsch liege. Wie ja ab und zu mal so ist. Okay, lade, lade, lade. Bereit? Anlegen! Feuer! Alter! Alter Schwede! Vive la Revolution! Vive la Revolution! So, haben wir gar keine Hinweise jetzt, wo wir hin müssen? Ach, jetzt. Attentat aus der Deckung, sabotierte Alarmglocken, okay. Den Palast infiltrieren. Oh. Schauen, wie wir das am besten machen hier. Von oben ist schon richtig, ne? Da laufen die alle umher. Gute Frage. Da unten sind auch gerade. Ach, die Vierergruppe ist das, die er da gerade anzeigt. Alles klar. Alarmglocken, warte mal. Ich meine, gut, ist ja nicht zwingend notwendig, dass man die Alarmglocken aufschaltet. Wir gehen mal hier hin. Können wir von hier aus ein Attentat machen? Das ist die Frage. Sieht nicht so aus, ne? Na komm. Wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Ist nur die Frage, kommen wir über den Zaun? Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Na, jetzt fangen sie wieder an zu singen. Dann heißt es wieder näher bei YouTube. Urheberrecht und bla und blub.
Wobei das ja gar nicht. Aber wird ja zwar beanstandet, aber hat keine Auswirkungen auf dem Kanal. Zum Glück. Also kann sie draufbleiben. Hatte ich jetzt schon öfters gehabt hier. Bei den Videos, dass dann eben beanstandet wird. Urheberrecht. So, da sind vier. Können wir pfeifen? Gibt es sowas hier auch nochmal? Okay. Jetzt wird es hilfreich, wenn man hier hinschleichen könnte, aber nein. So was gibt es ja hier nicht. Von Deckung zu Deckung. Wird zwar gesagt, aber. Außer Deckung. Was haben wir? Ach, wir haben die Pistole. Wir wollen mal kurz. Oh, oh. Okay, lass mich durch hier. Ich wollte eigentlich, ja, Giftpfeile schießen, okay. Oh, da hinten steht auch noch eine. Ja, wir müssen sie plündern, sonst fehlt uns nachher irgendwas. Den sollten wir da hinten in den Kahn ziehen, wenn es geht, wenn wir da hinkommen. Unbemerkt. Komm. Das hätten wir schon mal. Ja, ja, so. Können wir den hier rumziehen auf der Deckung? Mal gucken, wo er hingeht. Der bleibt da stehen. Ah, ich glaube, da ist die Deckung zu weit entfernt, der Platz, ne? Von da. Scheiße. Das wäre ja so hilfreich, wenn er auch um die Kurve gehen könnte. Du entkommst nicht, du Feigling. Ach, da hinten steht auch noch eine. Okay, wir werden wieder nicht gesehen. Von da draußen. Welche? Phantomklinge, okay. Wo ist er jetzt? Hier, da. Zack, zack. Gut. Oh, da kommt meine. Was zum Teufel geht hier? Verflucht Minier. Tot. Hä? Okay. Jetzt müssten wir den dann nochmal aufschalten. Kommen wir da hin? Bis dahin? Ja. Guti. Plündern, vielleicht kriegen wir ja die Klingen wieder zurück. Oh, da hinten. Okay, hier sind aber noch mehr. Können wir, müssen wir nicht, ne? Attentat aus der Deckung, 0 von 3, okay. Hat er da eben nicht gezählt gehabt? Manchmal ein bisschen eigenartig, ne? Schade, geh doch mal um die Deckung. Okay. Was sind das? Das sind Berserkerklingen.
Die können wir auch nicht schießen, ja? Okay, die sind gerade abgelenkt. Schade. Hey, komm. Meine Maus will nicht so, wie ich will. Ich glaube, ich sollte mal die Batterien wechseln. Oh oh. Oh 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 oh. Lauf doch mal! Lauf doch mal! Der ist schon, glaub die Maus. Brauchen wir eine neue Maus hier. Bläh. Ballerin. Keine Spur von dem Tyrannen? Oh Mann. Wo bist du? Komm runter hier. Ah. Das geht auch in der Hose. Ach nö, komm. Warum will er nicht weglaufen? Das ist mal doof. Ah. Ah, ich denke, ich muss erstmal die Batterien wechseln. Moment, bin gleich wieder da. So, oh, so, wieder da. Mal kurz Batterien raushauen. Ach nee, tja. Aber er zeigt das einen ja auch nicht vorher an, ob die Batterien jetzt gewechselt werden müssen oder später. Ich dachte, das hält noch. Okay. So, mal schnell erledigen. Zack, zack, zack. Ah. Na gut, haben wir auch schon lange genug gehalten. Ich glaube, fast 3 Monate. So. Da ist er wieder. Nun sollte es funktionieren. Hoffen wir jetzt mal, wir kommen besser ohne Tötung durch. Ich glaube, die Richtung war schon richtig, wie wir gelaufen sind. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Und wir versuchen mal ohne groß zu kämpfen. Okay, wie machen wir das hier? Das waren die Phantomklingen, okay. Okay. Oh oh. Eigentlich wollte ich doch gar nicht kämpfen. Ich wollte gar nicht kämpfen. Hallo. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich. Oh, oh. Und jetzt zum Vergnüglichen. Eine Spur von dem Tyrannen? Komm. Durch hier, komm. Rein hier, rein hier. Vielleicht haben wir Glück. Oh. Feiger Bastard. Ja, wir gehen erstmal kurz auf den Dach. Aua! Haben sie uns echt desynchronisiert? Ey, du Dovi! Das wird wieder eine super Folge. Tötung, Tötung, Maus und so. Ah, jetzt müssen wir nochmal da durch. Haben sie uns echt erwischt? Hm. Na gut. Kiste ist da unten, ja, aber ist da unten drin. Oh. Vom Bächchen, meine lieben Tauben. Die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage.
Kann man eigentlich von da hinten rüber? Nee, da wo wir... Ich glaube nicht. Der hat uns gesehen gehabt, ne? Die Drecksau. So. Können wir auch... Wir haben jetzt Splittergranaten angelegt. Nehmen wir mal Rauchbomben wieder. Okay, warte. Moment. Der kommt jetzt wieder. Der kommt auch. Aha. Okay, jetzt aber schnell. Einer was gesehen? Ich erwisch dich schon, du. Oh oh. Alter, mach mal raus hier. Oh Mann. Oh Mann. Ah. Schnell verstecken. Wenn es geht. Oh, hier klingelt das bei mir. Muss mal kurz unterbrechen. Bin gleich wieder da. Ich muss hier erstmal die Aufnahme kurz stoppen. Kriege dringend einen Besuch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Also, bye bye, bis gleich.